AVS Media Day. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und in diesem Video habe ich einen brandneuen Giftcast to Friends Glitch für euch am Start. Aber bevor wir mit dem ganzen Video hier anfangen, würde ich sehr gerne euch ein paar Sachen sagen, die mir ja doch noch auf dem Herzen liegen, und ein paar Sachen besprechen bezüglich des alles kostenloses Glitches, der ja immer noch funktioniert, ja. Und ich vermute mal, das liegt auch stark an dem Weihnachtsbaum, den wir immer noch in den Apartments haben. Ich vermute mal, wenn er weg ist, dass das eventuell dann nicht mehr funktioniert. Kann sein, weiß ich aber nicht ganz genau, okay? Wie immer sage ich halt natürlich, schaut euch dieses Video auch bitte bis zum Ende an, ja? Ich sage das nicht für mich, ja? Es liegt an euch, ihr müsst es anschauen und ihr müsst mir auch da zuhören. Weil ich habe so das Gefühl, dass einige von euch mir rein gar nicht zuhören oder die Videos einfach nicht anschauen, sondern einfach nur überspulen bis dahin, wo der Glitch anfängt, ja, und dann schreiben die auch noch unten in die Kommentare rein, ja, der Glitch beginnt ab 2 Minuten. So, das habe ich früher, gebe ich zu, vielleicht auch mal so gemacht, und dann habe ich nie die Glitche hinbekommen, weil ich halt einfach nicht vorher zugehört habe. Vielleicht solltet ihr mal doch noch zuhören und zuschauen, was man, was ich euch zeige und erzähle. So, gestern war das ja so, jeder hat es mitbekommen, das war am 2. Januar, genau, Rockstar Server waren down, habe ich auch mitbekommen, habe ich gesehen, habe ich miterlebt, und ja, viele haben immer noch die gleichen Probleme gehabt und pipapo, was weiß ich was. Ich versuche jedem zu helfen, okay, ich versuche wirklich jedem zu helfen, wenn ich helfen kann, und ja. Der Fehler von gestern. Rockstar Server waren down. Ich hab das Ganze trotzdem noch versucht, ja. Viele, habe ich das Gefühl, lesen auch gar nicht mal richtig das, was auf dem Bildschirm bei denen steht, ja. Ich habe diese Fehlermeldung gestern zweimal beschissene Mal gehabt, ja. Dass Rockstar Server nicht verfügbar waren, mein Spielstand konnte nicht gewarten und was weiß ich was. Aber rechts unten, da wo das X ist, kommt auch manchmal das Viereck raus. Da steht dann einfach erneut versuchen. Viele, glaube ich, checken das gar nicht. Starten dann, okay, vielleicht komplett das ganze Spiel. Ist auch vielleicht irgendwo richtig, aber sobald ihr diese Meldungen habt, ja. Ich habe gestern trotzdem noch, während die Server down waren, habe ich zweimal online geschafft, mit dem Story-Charakter in den Online-Modus zu kommen und noch weiter zu glitchen. Ich konnte mir Autos kostenlos kaufen. Und ich habe auch die Links über der Minimap, kommt auch voll oft, auch aktuell, Speichern fehlgeschlagen Meldung. Viele wissen nicht, was da zu tun ist. Die verfallen in eine Art Panik, ja, und schreiben sofort, es geht nicht. Das ist scheiße und was auch immer, funktioniert nicht. Ey, ist gepatcht, ist er gepatcht, ist er gepatcht. Viele schreiben gepatcht, Ausrufezeichen. Weiß gar nicht, ob der gepatcht ist, aber Hauptsache reinschreiben, um die anderen Leute zu verwirren, dass er gepatcht ist. Wenn ich in den Titel reinschreibe, dass der gepatcht ist, dann ist er gepatcht. Ihr sollt auch mal vielleicht die Titel lesen, ja, und nicht, ihr könnt gerne fragen, ob er noch funktioniert. Sage ich niemals irgendwas Falsches oder so. Aber wenn Leute mit Absicht reinschreiben, der ist gepatcht, weil die das ja so genau wissen, macht das nicht. Erst wenn ich reinschreibe, der ist gepatcht, dann ist er gepatcht, okay? Ich teste das immer, jeden Tag, wenn ich kann. Ich stehe morgens in der Früh auf und bevor ich zum Badezimmer renne, schaue ich erstmal auf dem Handy und schaue mal, wer welche Probleme hatte. Dann auf dem Weg zum Badezimmer mache ich die PS4 an und dann teste ich das Ganze auch. Okay? Und wie gesagt, auch der Timing-Part mit dem Flugzeug. Ich habe 2 PS4. Okay? Ich habe sogar 3. Ich habe 5 verschiedene, 6 verschiedene Accounts. Ich hab das auf jeden hinbekommen. Überall Autos gespeichert, überall X80 Protos gespeichert, weil ich den Part mit dem Flugzeug in der Mission, wo ich abstürze, wo dann außer Gefecht dran steht, ich dann sofort die PS-Taste drücke und Spotify starte. Und ich komme in eine neue Sitzung, kann das Handy benutzen und immer sind bei mir die Autos safe, wenn ich sie dann auch geswitcht habe. Speichere meine Outfits, switch sie alle durch, fertig, safe. Viele haben da Probleme, ich verstehe nicht, wie man das nicht schaffen kann. Es ist eigentlich ultimativ leicht. Ihr müsst mal die Videos korrekt anhören und anschauen, okay? Ich brauche das nicht. Ich habe GTA-Geld. Ich hab jeden Scheiß in GTA. Ich brauche es nicht. Ich mache es wegen euch. Ich kann mir auch mit Shortcuts Geld kaufen. Ihr sollt euer Geld sparen. Wer das Ganze gefunden hat, welcher YouTuber, ich, jemand anders, scheißegal. Geht doch nicht um die, was gefunden haben. Es geht meistens nur um euch.
Das heißt meistens, es geht nur um euch. Es ist euer Geld. Gestern, kurioseste, was es gab. YouTuber, kleine YouTuber, Kiddies. Mann, ich bin über 30. Ich werde 31. Ja, okay, übertrieben, über 30. Ja, ich werde 31. Es gibt kleine Kiddies, die machen irgendwelche Videos, in denen die erzählen, oh, aktuell sind die Rockstar-Server down, Rockstar tut hier alles patchen, alles wegen dem kostenlosen Glitch, wir werden alle gebannt, wir werden alle gebannt. Was laberst du für eine Scheiße, Mann? Wie gesagt, ich mache die Scheiße schon seit einem Jahr. Ich habe eine 500 Millionen drauf auf meinen Hauptaccount, Autos, jeden Scheiß habe ich. Mir wurde noch nie was abgezogen, ich wurde auch nicht gebannt. Ihr werdet erst dann gebannt, wenn das auf dem Monitor steht bei euch. Du wurdest permanent gebannt, dann seid ihr gebannt. Viele vergessen das, dass man wirklich das Spiel und Router und PS4 neu starten muss. Viele vergessen das, wollen das auch gar nicht wahrhaben, glaube ich. Einfach das Ganze machen, nachdem die Frau mit Bikini am Strand war, ist, wenn die weg ist, R1 halten. Und dann sollten auch die Rockstar-Server verfügbar sein. Oder auch der Spielstand war bei mir auch. Jetzt habe ich ihn geladen, ich bin doch schon wieder drin. Viele machen den Fehler, dass sie einfach nicht zuhören, habe ich das Gefühl. Ja, und bezüglich der anderen YouTuber, ja, wenn ihr keine Ahnung habt von GTA und schreibt, ja, wir werden hier alle gebannt und so ein Scheiß. Wenn du dich nicht mit GTA auskennst, dann geh Lego Batman spielen oder Minecraft. Oder noch besser, geh nach draußen Fußball spielen. Und viel, viel besser ist, wenn du dich an die Bank hockst, alle zu Hause und ein bisschen halt für die Schule lernst. Anstatt hier iPhone 7, 9, 10, 13 und iPad Air und was weiß ich was zu verlosen und irgendwelche 3000, 3 Milliarden Unlock Alls. Hört auf mit dem Scheiß. Es nervt. Wirklich. Da ich ja schon eh gehört habe, dass Faker, YouTube-Faker, in der nächsten Zeit einfach rasiert werden. Beispiel, ein YouTuber, 140.000 Abonnenten. Weg. Weil ein Faker war. Ganz einfach. Drei andere gibt's auch noch. Alle weg. Und jetzt kommt, das kommt auch hierher. Die werden euch rasieren. Es gibt einen, der macht kurzen Prozess aus euch, aus den ganzen Fakern. Ihr könnt euch schon mal anschnallen, ja? Mikrofonkabel schon mal zusammenrollen. Entweder macht ihr gescheite Videos oder gar nichts. Ja, und hört auf, ständig Leute zu verarschen, vor allem eure Leute. So, das Ganze wollte ich jetzt hier mal ein bisschen loswerden, okay? Und nehmt mir das nicht übel, irgendwo habe ich auch die Wahrheit gesagt. Lasst euch das ein bisschen durch den Kopf gehen, ja, es ist euer Geld und so. Ich zock euch hier nicht ab, ich mache immer Videos gescheit für euch und erkläre das Ganze. Und euer Geld brauche ich nicht, ja, so. Ich bin kein Faker, fertig. Also, bezüglich des Glitches, was wir hierfür brauchen, ja, ich habe genug gelabert, sorry dafür. Was wir hier für den Glitch brauchen, ich zeige euch hier ein Auto, es ist ultimativ leicht. Es ist sehr, sehr leicht. Das sollte auch jeder schaffen. Ich bin in einer geschlossenen Freundessitzung. Mit meiner zweiten PS4 mache ich das auch mit meinem zweiten Account. Blende ich rechts oben ein. Ich werde einfach den X80 Proto hierher in die Basis einfach, sprich von meinem zweiten Account bekommen. Ich zeige euch, wie die Steps sind. Ihr müsst halt eine volle Basis haben. Okay? Ihr habt die Basis voll mit egal welchen Autos. Ihr könnt auch nur kostenlose RH8s haben. Ich habe hier zwei Stück, ihr seht es. Zwei Stück. Rest ist mit LG Retro Custom. So, ich laufe jetzt hier ganz normal raus aus der Basis. Okay, die muss wirklich voll sein. So, lauf aus der Basis raus. So, seid ihr dann aus der Basis rausgekommen, ganz normal. Hier seht ihr schon, ja, mein zweiter Account mit dem X80 Proto, ja. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, euch ganz normal als CEO-Präsident registrieren, Motorradclub gründen halt ganz normal. Ihr braucht halt jetzt von irgendeiner anderen Garage oder vom Motorradclub irgendein Motorrad oder irgendein Auto. Ich mache es halt hier jetzt mit dem Oppressor, ja, ist egal mit welchem wir das machen, Bike, Auto etc. Einfach von der anderen Garage, weil die Basis ist ja voll und muss auch voll sein. Wir fahren einfach hin, bekommen die Meldung, dass die Basis voll ist, okay? Part vom Kumpel ziemlich leicht, er drückt die Optionstaste, geht auf Online, auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, hier auf Missionen. Wir können auch anders oder einen Job für einen Titan, das ist völlig egal, was wir hier für eine Mission nehmen, okay? So, wenn unser Kumpel dann in der Mission drin ist, ja, kann er erstmal, wenn er will, auf Spielesuche auf geschlossen machen und einfach in der Mission abchillen, okay? Er wartet einfach in der Mission. So, ihr macht dann folgendes: in der Basis-Vollmeldung drückt ihr die PS-Taste. Okay.
könnt dann ganz normal hier über die Party joinen, wenn ihr wollt, oder auch hier, so wie ich das mache, über Freunde, geht genauso, geht auf Freunde, ich mache das halt so, ich bin nicht selber mit mir im Chat drin, und geht halt ganz normal auf meinen zweiten Account, so, dann einfach auf Übersicht nach rechts, Grand Theft Auto 5, und links unten beitreten, drücke X, so. Hier bei der Basisvollmeldung jetzt im Hintergrund wird die neue Meldung laden nach circa 10 Sekunden. Okay, 10 bis 15 Sekunden einfach warten, bis die neue Meldung, dass wir in eine neue Sitzung wollen, einfach ladet. Und wie gesagt, Kumpel chillt noch in der Mission, ihr chillt ein bisschen hier auf der Basisvollmeldung. Und wenn ihr dann soweit seid, spammt ihr hier einfach volle Lotte durch X. Okay, wir spammen jetzt hier X durch beide Meldungen. So, es zieht uns nach oben. Habt ihr das gesehen? Ihr dürft nicht in die Basis reinfahren. Wenn ihr in die Basis reinfahren, also wenn euer Spieler in die Basis reinfährt, startet einfach beide die Konsole neu, beide einfach GTA neu und dann macht das Ganze von neu. Ihr verlasst jetzt einfach den Job, einfach aus dem Job raus. Und was hier passieren kann, zweierlei Dinge. Das ist gut, dass es hier bei mir so passiert, ich bin komplett unter der Map, okay, ihr seht es, ich bin unter der Map, ihr solltet eigentlich auf der Map sein. Wenn ihr auf der Map seid, habt ihr keine Probleme. Wenn ihr unter der Map seid, drückt ihr und haltet die Touchpad-Taste, geht auf dich selbst zum Bringen. Total simpel. Fertig, tot. Und jetzt seid ihr wieder auf der Map. Und jetzt geht ihr halt zu dem Auto von eurem Kumpel hin und steigt rein. Euer Kumpel kann auch, wenn er will, schon die Mission halt den Job verlassen. Okay, ist ganz normal raus. Wir laufen jetzt hier hin zu der Basis. Ihr steigt dann einfach in den Wagen von eurem Kumpel ein und fahrt wieder in die Basis. So, steigt in den Wagen ein und fahrt einfach rein. Bestätigt die Meldung mit X. Und der Kumpel verliert auf jeden Fall das Auto nicht, okay? Hier ist das Auto, rechts oben seht ihr das. Der X80 Proto behaltet noch mein zweiter Account. Und hier setzt ihr halt den Wagen auf das Auto, was ihr nicht braucht. Einfach hier natürlich im besten Fall der LG RH8, der kostenlose. Und wir können jetzt zwar in den X80 Proto zum Beispiel einsteigen und rausfahren, aber dann kickt es uns aus dem Auto raus, okay? Dazu noch später mehr. Wenn ihr jetzt das nächste Auto duplizieren wollt oder von eurem Kumpel bekommen wollt, geht ihr einfach auf die Optionstaste, auf Online und auf den Editor, okay? Ganz simpel, geht in den Editor rein und joint wieder eurem Kumpel zurück, okay? So, landen jetzt im Editor, können jetzt entweder über welche Wege auch immer, Party oder hier über Optionstaste dann einfach auf Freunde, wenn es denn zulässt. Schauen wir mal. Ich glaube, hier lässt es mich nicht zu. Da steht bestimmt deaktiviert. Kann vielleicht auch bei voll vielen passieren. Hier. Ja, deaktiviert. Aber wenn ich jetzt zweimal die PS-Taste drücke und dann hier einfach auf Beitreten. Rechts unten werden jetzt die Details abgerufen. Drücke X, verlasse den Editor und jetzt werde ich halt einfach, da ich nicht mehr in der Mission bin, halt zu meinem zweiten Account reingespawnt, sozusagen, in die neue Lobby. Und kann den Glitch dann einfach von neu machen, okay? Und das darf euch halt nicht in die Basis reinziehen. Ihr müsst halt einfach schnell X durchspammen und wenn ihr auf der Map seid, ist alles perfekt. Unter der Map einfach selbst umbringen. Total leicht. Also das muss hier echt jeder hinbekommen, okay? Das ist so leicht. Nutzt ihn auf jeden Fall aus. Hier könnt ihr auch Autos austauschen, was auch immer. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich noch meinte mit dem, dass es uns aus dem Auto rauskickt, wenn wir dann mit dem Auto rausfahren. So, hier, bestes Beispiel. Speichern fehlgeschlagen. Die verdammten Rockstar Cloud Server sind nicht gegenwärtig, nicht erreichbar. So, wir drücken Touchpad, Stil, einfach auf ein Outfit gedrückt. So, jetzt wird es rechts unten speichern und jetzt muss es dann links auch speichern erfolgreich dran stehen. Ihr werdet es gleich sehen. Boom, da ist es. Fertig. Das macht ihr auch während dem Glitchen. Es kommt öfters vor, aber lasst euch nicht von dem verirren. So, jetzt steige ich hier noch in den X80 Proto ein.
fahre ihn mal kurz raus, zeige euch, was ich meine. So, jetzt hat es mich rausgekickt, jetzt will ich einsteigen, geht nicht. Wir machen das Ganze jetzt gemeinsam, Anwendung schließen, Gitter neu starten und dann kann man wieder in das Auto einsteigen und auch draußen fahren. So, jetzt steige ich hier ganz normal in den X80er ein, fahre raus und zeige euch, dass ich den auch draußen jetzt fahren kann, okay? So, jawohl, ihr seht es, funktioniert astrein. Also macht den Glitch, solange hier auch noch funktioniert. Wie gesagt, also versucht das Ganze hier auch aus und falls sich was ändert oder so, werde ich mich auch einfach natürlich melden und wir sehen uns natürlich, lasst auf jeden Fall auch ein Like da, wäre auf jeden Fall auch geil. Und sehen uns natürlich im nächsten Video. Peace!